deine WWE-Karriere oder deine WWE-Laufbahn startete damals doch mit dem Mae Young Classic. Ja, da hast du recht, aber ich würde jetzt nicht unbedingt WWE-Karriere nennen. Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Nee, ja, Mae Young Classic war eine richtig coole Sache, aber brauchen wir nicht drauf eingehen. Wissen ja schon viele Leute, wie es dann nachging. Und das war halt dann so mein erster Schritt in die WWE. Also ich dachte tatsächlich, ich werde nur ein einziges Match haben. Und danach, nach dem Kampf mit Abby Lee, waren ja die Leute so richtig begeistert. Und dann habe ich einen zweiten Kampf gehabt. Und dann waren die Leute noch viel begeisterter und haben über eine halbe Stunde meinen Namen geschrien. Und dann bin ich Backstage gekommen und da stand halt Triple H und Shawn Michaels und haben halt gesagt, dass sie es total faszinierend fanden. Und dann habe ich einen Vertrag angeboten bekommen. Und ich weiß noch, ich war zu Hause, war ein bisschen deprimiert, weil der komische Talent-Scout mir schon wieder gesagt hat, dass es nicht klappen wird und keine Ahnung, gerade kein Platz ist. Und dann kommt von FedEx so ein Brief rein, gell? Und mein Mitbewohner damals, ich habe in der WG gewohnt, hat mir das nur so an die Tür gelegt. Und ich so echt, also ich muss echt sagen, ich war so deprimiert, weil, wie gesagt, ich habe mein alles gegeben und ich habe irgendwie auch so voll Schmerzen gehabt. Und warum, kann man ja dann später sagen. Und dann dachte ich so, was wird da jetzt für ein komischer Brief kommen? Ist bestimmt dieser blöde Mae Young Classic-Vertrag so. Und dann auf einmal fällt so ein Stein und ich so, nee, nee, den habe ich schon unterschrieben und das habe ich schon alles. Was ist das so, gell? Renn hin, reiß auf, da steht, dass ich halt einen Vertrag bekomme. Und dann habe ich immer so eine Wunschsumme im Kopf gehabt, so was ich so verhandeln will. Und ich bin voll schlecht im Verhandeln, muss ich auch zugeben. Okay. Und dann reiße ich halt diesen Vertrag auf, blätter auf die Seite, wo mein Gehalt steht. Und da war halt genau das, was ich eigentlich wollte. Und ich so, ja, ich brauche nicht verhandeln. Und ja, dann habe ich meinen WWE-Vertrag gehabt. Hast du denn vorher schon mal irgendwo angesprochen, was du dir ungefähr vorstellst, oder war das rein von WWE ein Vorschlag, der erste Gehaltsvorschlag? Das war der erste Gehaltsvorschlag. Also ich habe nie, also das habe ich mich auch gar nicht getraut, weißt du, weil Ja. ich bin halt mehrfach zu irgendwelchen Tryouts gegangen. Die haben mir jedes Mal wieder Nein gesagt. Und deswegen habe ich gar nicht getraut, irgendwas Gehaltsmäßiges zu sagen. Ja, ich finde vor allem, du hattest ja damals auch einen einzigartigen Look, dieses schwarz-blonde, die Haare und dann natürlich auch das Outfit. Das hat gepasst Ja, für mich. absolut. Also Ja. Ich meine, deutsch ich habe einfach. ein. Ja, ich habe das über Jahre aufgebaut. Ich habe ja auch ein, also ich mache ja nichts aus Zufall. Alles hat ja irgendwie einen Sinn. Und die schwarze Hose zum Beispiel, weil schwarz schlank macht und Ja. Gold, weil, also ich habe ja so einen goldenen Gürtel sozusagen drum, weil ich halt Champion bin und Gold wegen Champion. Und die Haare halt auch, wollte ich halt besonders haben, weil so schwarz-gold sollte halt zusammenpassen. Also ich habe mir schon sehr viele Gedanken immer gemacht über meinen Gimmick und über die Art, wie ich rüberkomme. Und klar, mir ist auch bewusst, dass viele gesagt haben, oder lese ich ja auf komischen Webseiten. Ja, die sehen voll hässlich aus und keine Ahnung. Aber die Leute müssen verstehen, das ist mein In-Ring-Charakter und privat sehe ich halt auch wieder ganz anders aus. Aber wir wollen nicht abschweifen. Wie lange hast du denn gebraucht, dich fertig zu machen? Also die Haare so hinzubekommen, die hast du ja mehr oder weniger nur angemalt auf der Seite, oder? Ja, aber das war schon brutal. Also ich brauchte, für mich war es auch immer ein Ritual, weil von Jazzy, die Person, die ich ja bin, in diesen Charakter zu kommen, das war ja eine richtige Verwandlung, auch charakterlich eine Verwandlung. Also ich brauchte schon, also die Haare selber haben klar so ungefähr 20 Minuten gebraucht, weil ja, es war kompliziert. Also viel Haarspray auf jeden Fall und viel Haarklammern. Und an der Seite habe ich das immer mit so einem Faschings-Haarspray. Weißt du, da gibt es ja so eine schwarze Farbdose. Damit habe ich das angesprüht, genau. Und dann halt immer so ein hässliches Make-up drauf gemacht. Also einfach nur die Augen schwarz. Aber das war halt so ein kleines Ritual für mich. Und meistens habe ich die Haare immer schon am Abend gemacht, damit ich halt nicht so viel Stress habe, dann, wenn ich auf die Show komme oder so. Also geht die Farbe dann auch nicht ab, wenn man schwitzt, im besten Doch, Fall. doch. Doch, doch, leider. Ich sah immer schlimm aus. Hey, eigentlich habe ich eine lustige Geschichte aus Japan. Die erzähle ich jetzt einfach mal. Ja. Ich hatte ja so einen großen Titelkampf und da wollte ich halt einfach nicht so fertig aussehen. Aber in Japan, die haben so viel an meinen Haaren rumgezogen und du hast so viel gekämpft. Ich meine, ich musste einmal 30 Minuten kämpfen und da sahen meine Haare halt, das beste Haarspray hat nicht gehalten. Und dann habe ich mir Teppichkleber in die Haare gemacht, damit es halt wirklich bombenfest hält. Und es hat auch geklappt. Also meine Haare sahen mega aus nach dem Kampf. Die Leute, die japanischen Fans auch, deine Haare und so. Voll cool, dass die standgehalten haben. Hey, die haben 2 Wochen standen die. Ich wollte gerade sagen, wie hast du das Ja, wieder rausbekommen? es war brutal. Aber nicht so schlimm wie mit der Frau, die da sich Gorilla Glue in die Haare gemacht hat. Ach, du grüne Aber Neune. ich hatte die Idee zuerst übrigens.
Oh Gott. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es. Jetzt hast du Ist da ja deinen so. Vertrag vor dir liegen gehabt. Genau. Überlegt man dann lange, ob man unterschreibt oder nicht? Oder lässt Nein, man den vom nein. Anwalt überprüfen? Oder denkt man Auch dann nicht. einfach nur, ich habe mein Ziel erreicht, wann geht's Ist los? so. Ja, also war so, ich habe sofort unterschrieben, also gar nicht mal drüber nachgedacht. Natürlich, im Nachhinein habe ich dann schon mal einen Fachmann drüber blicken lassen und der hat gesagt, ach du Schü. Er sagt, wie kann man sowas unterschreiben? Also er hätte das nie im Leben unterschrieben und er sagt auch, das ist voll menschenunwürdig, keine Ahnung. Aber was bleibt uns Wrestlern denn für eine Alternative? Ich meine, okay, jetzt natürlich gibt es AEW und auch TNA und Ring of Honor sind ganz groß und Japan ist auch eine Alternative, aber eigentlich als Wrestler, du willst einfach zur WWE, du willst bei WrestleMania mitmischen, weißt du, und dann ist dir egal, ob die dir dein Leben wegnehmen, für, weißt du, du willst sowieso alles geben. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe mein Leben ja auch dafür hergegeben. Ich habe, guck mal, wie ich mich gemacht habe, so mit Muskeln und so. Das wollte ich ja eigentlich so theoretisch für mich selber nicht. Aber ich wusste, fürs Wrestling wird es halt gut aussehen und passen. Und guck mal, ich habe 10 Jahre lang keinen Boyfriend gehabt, weil ich halt durch die ganze Welt gejettet bin. Meine Arbeit, ich habe 100.000 Mal die Jobs gewechselt, weil mir halt immer Wrestling wichtiger war. Ich habe halt wirklich mein Leben dafür aufgegeben. Und deswegen war mir das dann auch egal, was ich da unterschreibe. Hauptsache, ich kann endlich am Ziel ankommen und bei den Großen mitmischen. War das Ganze dann ein WWE oder ein NXT-Vertrag? Es war ein Performance Center Vertrag in Okay. Amerika, aber genau, also für Amerika. Das bedeutet dann im gleichen Atemzug, du musst rüber. Genau, also ich bin dann auch rüber. Wie war denn das? Also ich bin rüber für 2 Wochen, dann musste ich so Papierkram erledigen und durfte mir dann schon eine Wohnung aussuchen. Ich habe so eine geile Wohnung angeschaut, die war so schön und ich habe mich wirklich schon da drin gesehen und alles war so cool. War sündhaft teuer, also persönlich hätte ich mir niemals eine Wohnung gekauft, wo die Miete 1.300 Euro ist. Aber irgendwie geht es nicht anders. Es ist halt normal in Amerika, glaube ich. Genau, und dann nochmal zurück. Und dann musste ich Bluttest machen und sämtliche Tests. Oh. Und dann musste ich nach Pittsburgh. Und dann musste ich so Ärzte treffen. Dann gucken die halt das Herz an, die Knie und so Sachen, die halt so normal kaputt gehen halt beim Wrestling, wenn man so lange dabei ist. Und ja, und dann, das war so crazy. Also ich hatte Nackenschmerzen, muss ich echt zugeben. Ich hatte die ganze Zeit Nackenschmerzen, die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Aber ich habe es natürlich nicht erwähnt und vertuscht. Und jetzt sitze ich da im Raum, habe schon alles hinter mir. Und der Typ, der Arzt, der sagt so, ja, von mir aus spricht eigentlich nichts dagegen. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei und ist gerade auf dem Weg, den Raum zu verlassen. Plötzlich sagt er, oh, mir ist noch was eingefallen, dreht sich um, gibt mir die Hand und sagt, ich will mal einen Test machen und schnipst an meinem, was war denn das, schnipst an meinem Daumen, glaube ich, ich habe es schon vergessen, leider. Und dann sagt er, wir haben mir den Nacken gar nicht angeguckt. Und ich so, verdammt, weil ich wusste, ich habe was, weißt du, aber ich wollte es halt verheimlichen. Aber er konnte durch Fingerschnipsen herausfinden, dass da was nicht stimmt. Und dann, weil keine Zeit mehr war, ja auch mein Rückflug schon gebucht war und so, hat er gesagt, ich soll nach Deutschland gehen und da ein MRT machen. Und dann bin ich zu meinem Arzt meines Vertrauens gegangen. Also es ist so ein cooler Arzt, ich liebe den. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich weiß, da ist irgendwas, können wir nicht irgendwas machen, so verheimlichen oder eine andere Person und du schreibst so auf. Und er so, nee, können wir nicht machen. Dann hat er gesagt, komm, wir gucken uns das erstmal an. Dann MRT rein. Und dann der Arzt unten beim MRT, gell, er guckt mich richtig traurig an und dann sagt er so, ja, hast du einen Unfall gehabt? Und ich so, Oh. nö. Ja, und dann bin ich halt hoch und dann haben die gesagt, Alter, wie kannst du damit überhaupt leben? Dreifacher Bandscheibenvorfall und Au. aber so richtig kaputt. Also nicht nur so ein bisschen so, sondern so richtig so brutal kaputt. Und jetzt weiß ich natürlich auch, woher die Schmerzen kamen. Und dann musste ich das natürlich leider dummerweise zur WWE schicken. Also wir konnten es nicht schönreden. Also er hat zwar diesen Bericht schön geredet, aber ich meine, wenn die dann auf die CD gucken, dann sehen die es ja. Ja. Ja, und dann hat mich der Typ angerufen, dessen Namen ich nicht sagen will, aber jeder kennt ihn, glaube ich, der mit WWE zu tun hat, der immer schlechte Nachrichten bringt Der John und hat halt vielleicht? gesagt, wie bitte? John vielleicht? Warte. Ich kann seinen Namen nicht. Nee, anders. CC heißt er. Okay. Und dann
hat er gesagt, ja, you disqualified. Und ich so, what the fuck, so weißt du, und hat einfach, das war also nicht irgendwie so lange geredet, sondern einfach nur, ja, du weißt ja selber, tschüss, du bist nicht mehr dabei, weißt du? Also Ja. nicht so irgendwie Empathie oder keine Ahnung oder, das war richtig schon krass so. Aber ich meine, ich wusste ja, dass es kommen wird, weil, naja, habe ich ja von meinem Arzt schon gehört. Und dann, ja, dann war alles ein bisschen kacke, ne? Dann habe ich direkt auch meine Operation gemacht, also ich habe gar nicht lange gefackelt. Dann war auch alles scheiße. Kein Einkommen gehabt, keine Zukunft gehabt, dein Traum ist weg, also richtig mies. Ja, und dann zufällig, also dann hat mich wieder CC angerufen und hat gefragt, ob ich ihnen helfen kann, für Deutschland-Tryout Leute zusammenzufinden. So weißt du, ob ich das machen würde. Und ich hatte ja keinen Ärger, also ich war ja nicht sauer auf WWE, die können ja nichts dafür, weißt du, und ich, keine Ahnung, und dann habe ich halt wirklich mich ins Zeug gelegt und habe denen halt ein paar Ideen gegeben und so gesagt, wie sie es machen könnten. Und das fanden sie so cool. Und dann hat sich Triple H für mich richtig ins Zeug gelegt, also der war richtig auf meiner Seite und hat gesagt, komm, lass ihr nochmal eine Chance geben. Dann haben die mich wieder nach Pittsburgh eingeflogen, also das war dann ein Jahr später, also nach meiner Operation und dann ungefähr ein Jahr später. Und dann habe ich 7 Stunden mich untersuchen lassen müssen. Also sie haben jeden Bluttropfen, jeden Schweißtropfen, jedes Haar haben die umgedreht. Ich musste mehrere Concussions-Tests machen, also einen Gehirnerschütterungstest. Ja. Das war aber alles super spannend, super aufregend. Und dann ist es auch so lustig. Also der eine Arzt, also es sind zwei Ärzte, der eine Arzt gibt die guten Nachrichten und der andere hat die schlechten Nachrichten. Okay. Und dann stehen die so beide so im Türrahmen und diskutieren so ein bisschen. Und der mit den, warte, wie war das? Der mit den schlechten Nachrichten wollte reinkommen, aber der mit den, hat den dann zurückgezogen und dann mit den guten Nachrichten kam rein. Und dann dachte ich so, oh nee, so. Und dann haben die aber gesagt, hey, ist okay, du hast jetzt einen Cage im Nacken. Selbst wenn du zwei Cages hättest, dürftest du hier noch mitmachen und wir geben dir das grüne Licht. Ah. Und ich so, Gott sei Dank. Ja, und dann, aber leider wurde ich zu NXT UK gerufen, anstatt nach Amerika. Und von da an ging es nur noch bergab. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor wir über Na NXT klar. weiterreden. Die Wohnung, ist die von WWE bezahlt worden? Nee, die musst du selber bezahlen. Also du kriegst halt ein monatliches Gehalt Okay. und da musst du alles selber zahlen. Also auch deine Wohnung, deine Fahrten, deine Versicherung, weil du bist ja auch nicht angestellt, sondern du bist ja Freelancer, musst dich alles selber kümmern. Okay, dann hast du gesagt, Triple H hat sich so richtig für dich ins Zeug gelegt. Ist es denn nicht so, dass er auch Entscheidungsgewalt hat und sagen kann, du pass auf, ich hätte die gern und dann läuft es? Ich dachte eigentlich, der hat das mehr oder weniger schon unter sich alles. Ja, aber so war es ja auch. Also hätte er nicht gesagt, so mach mal, dann hätte ja keiner dafür gesorgt, dass ich da wieder hinkomme. Also, aber ich Okay. glaube nicht, dass er das in der Hand hat oder weiß nicht. Vielleicht war ihm das nicht so bewusst, dass NXT UK nicht so cool ist. Weißt du, für mich zumindest. Und deswegen war ihm das halt nicht so bewusst. Und hätte ich irgendwie mit ihm reden können, das war ja auch immer so schwer. Weißt du, ich konnte einmal mich halt bei ihm bedanken, aber das Gespräch ging, glaube ich, nur eine Sekunde. So richtig Zugang hast du einfach nicht zu ihm, weil immer, wenn die Tapings sind, ist er halt extrem beschäftigt. Ja. Und deswegen konnte ich ihm ja nie sagen, so, ey, ich würde eigentlich viel lieber nach Amerika kommen. Und ja, eigentlich war ja auch das Versprechen. Also, als ich meinen NXT-Vertrag unterschrieben habe, war ja das Versprechen, hey, wenn dein Nacken hält und wenn alles so gut klappt, dann bist du hier nicht lange und du kommst ja dann nach Amerika. Aber ist halt Glaube, nie das haben schon passiert. viele gehört. Ja. Mich wundert sowieso, dass es NXT UK noch gibt. Mich auch. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf, weil ich ja da war und dann denken alle so, ah, oh, du sagst es ja nur, weil es dir da nicht gefallen hat. Aber ich höre ja nie was von denen und irgendwie die Ja. ganzen Wrestler, die da sind, und das sind schon einige. Also weißt du, die feuern, jetzt haben sie auch 18 Leute gefeuert und da waren Ja. wirklich krasse Talente dabei. Und wenn ich mir denke, warum wird zum Beispiel eine, keine Ahnung, Taya Walker, ich habe vergessen, wie sie da in NXT heißt, warum wird sie über einer Isla Dawn oder über einer Ginny oder über einer Xia Brookside gehalten, weißt du? Ja. Was soll das? Die drei sind nicht mal halb so gut wie diese eine, weißt du? Aber die anderen werden gehalten, aber vielleicht auch, weil man halt nichts von denen hört. Weißt du, ich meine, Kaylee Ray zum Beispiel, die war Champion und jetzt, wo ist sie? Sie hat nicht mal ein Match mehr gehabt, glaube ich. Also man hört doch gar nichts mehr von denen, also krass, Ich dass glaube, man das da geht so da auch gehalten wird. gezielt auf jüngere Talente. Zumindest habe ich gelesen in den Dirt Sheets, dass man da jetzt wirklich zukünftig auf viel jüngere Talente setzen möchte. Ja Ja. gut, aber eine Genie ist auch schon über 30, eine Ja. Isla Dawn ist
auch nicht mehr die Jüngste, weißt du, was ich meine? Ja, Aber ja. ja, okay, also ich will ja niemanden das Brot von, die Butter vom Brot nehmen, so sagt man, gell? Ja, du Also kannst jeder aber soll auch seine das Brot von Berechtigung der haben. Butter nehmen. Also. Jeder soll seine Berechtigung haben, aber ich verstehe es nicht. Also auch zum Beispiel, wo die erste Welle da war, wo dann zum Beispiel Leute wie unser Zora Vesta gekündigt worden sind. Ich war so sauer, weißt du? Weil, guck mal, du musst es auch so sehen. Die Leute, die ziehen extra nach fucking. Oh, Entschuldigung, ich wollte gar Ja. nicht, ich wollte gar nicht Wir Schimpfwörter sagen. lassen das aber so drin, das passt schon. Die ziehen extra nach Amerika, auch diese eine Chinese, oder ich glaube, es waren mehrere, die Ja. verlassen ja ihre Heimat, verlassen alles, was sie haben, verkaufen alles, was sie haben, und ziehen darüber und dann werden die einfach so gekündigt. Und was stellt man sich denn vor? Ach ja, schicken wir den wieder nach Hause. Die haben ja kein Zuhause mehr. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in China ist, aber in Deutschland ist es auch nicht so leicht, eine Wohnung zu bekommen. Ich wollte Richtig. jetzt wieder zurück nach Berlin ziehen. Denkst du, ich krieg da eine Wohnung? Das ist brutal. Und dann denke ich mir, ihr seid so verantwortungslos, weißt du? Und ja, keine Ahnung. Ich meine, in Deutschland ist ja so, wenn du einen Einjahresvertrag hast, dann darfst du den Einjahresvertrag fertig machen. Es sei denn natürlich, du machst richtig schlimme, also du machst und verkackst richtig, dann darfst du früher gekündigt werden. Aber in Ja. Amerika scheint es ja zu sein, dass egal wann, jederzeit darfst du gekündigt werden. Und ich finde es echt, echt unfair. Wird man dann eigentlich weiter bezahlt, wenn man diese 30 Tage bei NXT oder diese 90 bei WWE Ja. Nicht-Antrittsklausel, ja? Ja, also diese 90 Tage bist du dann noch bezahlt, aber trotzdem, weißt du, find dann mal so schnell was, weißt du? Ja, Also keine klar. Ahnung. Und Logisch. ja, ich finde es halt auch schlimm, weil jeden Tag hast du Angst um deinen Job. Also du kommst da rein, vielleicht ist mal ein Trainingstag nicht so gut, weil du kannst ja nicht jeden Tag 100% geben. Und dann musst du Ja. Angst haben, dass du gekündigt wirst. Ich meine, was ist das? Also mental ist es echt belastend. Und man hat ja auch bei Nia Jax gehört, sie hat ja gesagt, sie wollte eine mentale Pause machen, weil das Roadleben und generell so dieses ganze, ja, die ganze Backstage-Atmosphäre, jeder guckt nur nach sich, jeder will einfach, weißt du, und du musst die ganze Zeit Angst haben, wen guckst du schief an, wen hast du aus Versehen nicht Hallo gesagt, weißt du, Ja. das ist mental richtig brutal und Aber es ist auch einfach nicht schön, kein wenn man Traumjob. neben Es ist aber auch nicht schön, wenn man nebeneinander sitzt und nicht erkannt wird. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ne, vor allem, wenn man schon so viel miteinander gemacht hat Hast und du noch sich. Fragen? Ich wollte das nur mal anschneiden. Und bevor die Zuhörer sich jetzt wundern, von was ich rede, da geht es tatsächlich um mich und Jesse. Aber lass mir das so stehen. Aber ich wollte das mal erwähnt haben. Okay. Jesse. Irgendwann hast du dich entschieden, dann nicht zu verlängern. Also wir kommen jetzt zum Ende der ganzen Ja. WWE-NXT-Geschichte. Ja. Warum? Also ich hatte wirklich vom Tag 1 an bei NXT eine richtig blöde Zeit. Ich war extrem stolz, bei NXT UK unterschrieben zu haben. Ich habe das Produkt unendlich unterstützt. Ich habe das mit Social Media beworben und auch mein Debütmatch hatte über 1,5 Millionen Views und WWE war super happy mit mir. Aber ich kam leider, leider mit den ganzen Leuten da nicht klar. Also es ging wirklich von meinen Co-Workerinnen bis einigen Jungs und aber auch zur Führungsschiene bei NXT UK. Also kam ich gar nicht klar. Was halt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es daran, dass Engländer sind. Die haben halt einen besonderen, ja, keine Ahnung, Charakter. Und mir hat es nicht gefallen, also wirklich nicht. Und dann musste ich auch mir Sorgen machen um meine Gesundheit. Es gab einige Wrestlerinnen, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber die haben halt versucht, gezielt auf meinen Nacken zu gehen, dass ich halt verletzt werde. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt sogar um meine Gesundheit mich fürchten. Dann gab es halt immer wieder so hinterhältige Spiele, so, wo die halt dafür gesorgt haben, dass ich, keine Ahnung, Ärger bekomme, wo ich mir auch dachte, so, ey, ich habe darauf echt keine Lust. Und dann bin ich halt, also als dann ein Jahr vergangen ist, gab es halt Vertragsverhandlungen. Mr. CC kam und hat gesagt, ja, hier, wir würden dich auch verlängern. Da meinte ich, ja, wie sieht's aus? Kriege ich eine Gehaltserhöhung, weil das Gehalt war, muss ich auch sagen, viel weniger als das, was ich ja wollte. Aber ich hatte ja keinen Verhandlungsstandpunkt, weil ich ja verletzt war und alles. Dann meinte er, nee, ist gerade kein, ist halt nicht drin. Dann meinte ich, ja, wie sieht's aus? Kann ich nach Amerika gehen? Da sagt er, nee, ist auch gerade nicht drin. Und dann habe ich gesagt, es gibt hier weder finanziell noch irgendwie anders eine Verbesserung. Warum sollte ich das dann machen? Und sowieso hatte ich ja dann eigentlich Udo Lindenberg noch. Nichts wissen, dass da natürlich eine Pandemie kam. Aber weißt du, sonst wäre ich ja eigentlich viel besser ohne NXT UK gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, nö. Weil du zum Beispiel, du musst, wenn du bei NXT UK bist, darfst du
noch andere Matches machen für andere Ligen und du darfst auch noch fürs Fernsehen arbeiten. Aber die haben mir halt immer wieder irgendwelche Fernsehprojekte gestrichen oder was mich so geärgert hat, haben sie mir ein Fernsehprojekt weggenommen und haben es halt einer anderen Wrestlerin gegeben, was ich halt überhaupt nicht in Ordnung fand und die dann auch nicht mit sich reden lassen konnten, weißt du? Und dann habe ich gesagt, nee, Mann, das stresst mich hier so sehr. Ich bin hier so extrem unglücklich. Ich muss sogar aufpassen, dass meine Gesundheit hier nicht gefährdet wird. Ja, und dann habe ich es halt entschieden. Und ich bereue es nicht. Also ich bereue vielleicht nicht, den einen und die anderen auf die Schnauze gehaut zu haben, aber ich bereue es nicht, gekündigt zu haben. Weil auch so, wie es jetzt einige da machen, die ja gar nicht mehr so aktiv sind, aber halt noch unter Vertrag, die ziehen einfach nur das Geld ein, aber machen ja nichts. Weißt du, die machen weder Werbung, noch werden sie irgendwie gesehen oder keine Ahnung. Und das ist nicht mein Style, weißt du. Ja. Wenn ich schon irgendwo bin, dann will ich für mein Geld auch arbeiten und keine Ahnung, das Beste aus der Situation machen. Ja. Du hast Berlin angesprochen und ich habe tatsächlich in Berlin noch das Udo Lindenberg Musical sehen können. Okay. Was war da geplant mit Udo? Also, was wäre da in Planung gewesen? Na, ich war ja 2019 auf Tour mit Udo. Da waren wir ja 3 Monate lang auf Tour, haben 28 Shows gemacht und da habe ich ja so eine kleine Wrestling-Nummer auf seiner Tour gehabt. Okay. Und es wäre halt für die nächsten 5 Jahre geplant gewesen. Aber es ist ein, wie sagt man, Stern am Himmel. 2022 wurde eine Tour im Mai angekündigt und zu 99% kann ich dabei sein. Auch eine deutsche Rocklegende, kann man sagen. Absolut. Der war gestern bei Wetten, dass, hast du ihn gesehen? Richtig. Sein neuer Song ist ja Na, Wahnsinn. ich war schon im Bett, aber ich habe es aufgenommen. Also Oh. ich hab bis kurz vor 10 geguckt, aber ich habe es mir aufgenommen und habe den Okay. Rekord auch so eingestellt, dass er eine Stunde mehr aufnimmt. Da Okay, man super. Gottschalk ja kennt. Das stimmt. Also für mich hat sich das so angehört, als wärst du da ein bisschen gemobbt worden. Und dann lass mich jetzt doch noch auf Speaking Out eingehen. Es ist Okay. durchgekaut worden, ich weiß, aber du warst auch jemand, die sich da wirklich stark gemacht hat, dass darüber gesprochen wird. Willst du da abschließend noch irgendwas dazu sagen? Meinst du hast da alles richtig gemacht in dem Moment, auch mit der Pressearbeit, weil da einige dann doch gedacht haben, oh, jetzt springt ihr da auf den Zug auf. Wie würdest du das Ganze abschließend Okay, also erklären? was heißt alles richtig gemacht? Das kann man so nicht sagen, aber sagen wir mal so, die Leute, die Scheiße gebaut haben, die haben nicht alles richtig gemacht. Und ich fand es echt krass, dass es so lange gedauert hat, dass das alles rausgekommen ist. Und ich war echt schockiert. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Vergangenheit gemacht und also eine gewisse Vergangenheit gehabt. Und ich habe mich aber mit diesen Leuten ausgesprochen und ich habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, ob es jetzt immer noch so läuft oder ob da immer noch Dinge schieflaufen. Und es war halt nicht der Fall. Und dementsprechend brauchte ich kein Speaking Out machen. Aber wo ich dann gehört habe, dass bei der Promotion Dinge schieflaufen, da bin ich echt sauer gewesen, weißt du, weil das darf nicht sein und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Und dass dann Mädchen mundtot gemacht werden, gesagt, ja, wenn du das sagst, dann bist du nicht mehr gebucht, das fand ich schon extrem. Und natürlich wollte ich mich dafür einsetzen, weil ich setze mich für alle ein, denen Unrecht geschieht. Weißt du, ob es jetzt Speaking Out ist oder irgendwas anderes. Und es haben sich auch Jungs bei mir gemeldet. Klar, ich finde es ein bisschen kritisch, wenn jetzt irgendwas von 20 Jahren ist, so wie es ja zum Beispiel bei den einen Ringrichter von WWE war, Chris Roberts. Mit denen habe ich so viel schon in England gearbeitet und ist echt ein toller Kerl. Und der soll irgendwie mal irgendwas gesagt haben. Er hat noch nicht mal was Schlimmes gemacht. Und der wurde jetzt gebannt. Also der ist jetzt weg vom Fenster. Und das finde ich dann schon traurig, weißt du? Also das sollte nicht sein. Aber klar, wenn es jetzt so krasse Fälle sind, die vor 1 oder 2 Jahren passiert sind oder Vergewaltigung oder so eine Sachen, Ja. dann ist es schon echt hardcore. Aber natürlich sind Sprüche, sollte man für Sprüche krass hart bestraft werden? Ich denke nicht. Ich habe selber auch schon hier und da mal einen Spruch gemacht, der bestimmt unangepasst war. Aber dafür dann so krass, dass man wirklich seine Karriere, weißt du, verliert. Oder auch zum Beispiel dieser eine Jack Anthony, auch der in WWE war, seine Karriere komplett kaputt. Er wusste es nicht mehr. Er war betrunken und hat irgendwie ein Mädchen am Hintern gefasst, weißt du? Ist das ein Grund, jemanden sein Leben kaputt zu machen? Ich denke nicht. Ich denke, das kann man auch so klären, weißt du? Aber natürlich. Also vieles läuft falsch, vieles lief falsch, vieles muss geändert werden. Aber wenn ich sehe, dass dann so Leute wie El Ligero schon wieder kämpfen dürfen, weißt du, dass Promoter die buchen, dann denke ich,
Da ist dann auch einiges falsch, weißt du, dann hat man einfach nichts verstanden. Och, einige dachten tatsächlich, dass ich dieses Ding da ins Rollen gebracht habe, aber ich habe damit gar nichts zu tun gehabt. Aber na klar, Wrestling ist leider eine sehr fake Welt. Das heißt, ich war ja auch wieder auf einer Show, dann kommen mir halt Leute entgegen und wollen mir Handshake machen, wo ich aber weiß, hey, die hassen mich von Herzen und die reden schlecht über mich. Dann denke ich, wieso bist du so fake so, weißt du, dann lächel doch nicht in mein Gesicht, weißt du? Und entweder wir reden drüber und dann ist es aus der Welt, weil nur wenn man zwei verschiedene Meinungen hat, heißt es ja nicht, dass man sich hassen muss. Aber ich finde schon, dass man drüber reden muss. Und ich kenne halt einige, die sehr schlecht über mich geredet haben, mich aber dann wieder angefragt haben, um bei Sirius zu kämpfen, wo ich mir dachte so, ey, was läuft bei dir falsch? Ist natürlich auch wichtig, dass man sich erkennt, wenn man sich dann trifft. Das ist natürlich wichtig und dadurch, dass ich Leute oft nicht erkenne, bin ich auch nicht nachtragend.